Das Rothenburg-Museum besitzt neben seinen sonstigen Schätzen auch eine hochwertige Auswahl an Waffen. Und eins der Highlights dieser Waffensammlung ist der Duellpistolenkasten von Fürst Clemens von Metternich. Es stellt ein Geschenk König Ludwigs des 18. von Frankreich an Fürst Clemens dar. Und man kann schon auf den ersten Blick erkennen, es ist kein billiges Geschenk. Wenn wir uns diese beiden Pistolen einmal näher anschauen, dann erkennen wir, aus welch hochwertigen Materialien diese Pistolen gefertigt sind. Da ist zum einen Ebenholz, Gold, ein gebläuter Lauf und das Ganze ist natürlich gefertigt von den Hofbüchsenmachern Le Page aus Paris. Die Le Page waren damals das Nonplusultra der Hofbüchsenmacher in Europa. Und schon allein deswegen kann man sagen, es handelt sich um ein wirklich sehr, sehr hochwertiges Geschenk, zumal die anderen Materialien genauso hochwertig sind, wie zum Beispiel hier das Elfenbein und das Silber. Das Geschenk selbst fand mit großer Wahrscheinlichkeit am Wiener Kongress statt, also in der Zeit um 1815, als Frankreich als Verlierer in Europa dastand. Napoleon hatte die Schlacht bei Waterloo verloren und Fürst Clemens war nun einer derjenigen, die über das weitere Schicksal Frankreichs entscheiden sollten. Allein deswegen kann man schon vermuten, dass es sich bei diesen beiden Pistolen um ein Bestechungsgeschenk handelt, wo Ludwig der 18. versucht hat, die Härten der Kriegsfolgen für Frankreich abzumildern. Der weitere Hintergrund ist natürlich der, dass Duelle zu dieser Zeit nicht nur verpönt, sondern geradezu verboten waren und dass Ludwig der 18. jetzt einen Duellpistolenkasten an Clemens schenkt, zeigt natürlich, dass das Ancien Regime in seiner vollen Blüte wieder auferstehen sollte. Der Hintergrund also dieser Waffen war nicht nur ein kostbares Materialgeschenk, sondern auch ein Restaurationsgeschenk, so kann man das wohl nennen.